Captain Senna zum Gedenken. Das Lied vom Freund, der sie verlassen hat, der nie wiederkehren wird. Milton Nascimento, der Sänger, beklagt es im Namen der Nation, die sich mit dem Verlust nicht abfinden will. Für sie wird Ayrton Senna weiterleben. So, wie sie ihn am liebsten gesehen haben, als Sieger, als Unbesiegbaren. Ayrton Senna da Silva, 34, tödlich verunglückt in Imola, in einer Kurve namens Tamburello. Die Umstände seines Todes, dass er schon vor dem Start ungute Gefühle gehabt hatte, die zweifelnden Fragen, warum so etwas einem wie ihm zustoßen musste, da muss doch etwas faul gewesen sein, so werden Legenden geboren. Ayrton Senna von Brasilien, als habe man ihn geadelt, das war schon so, als er noch lebte, das wird jetzt, da sie ihn beerdigt haben, noch exzessiver gepflegt werden. Als an diesem verhängnisvollen 1. Mai die Nachricht kam, die sich der Sprecher gar nicht weiterzugeben traute, nur kurz, dauerte die Starre des ersten Schocks. Hemmungslos tobte sich fortan ihre Verzweiflung aus, trauerte eine ganze Nation. Da wurde der Tote total vereinnahmt, zum mystischen Helden hochgeweint. Vor allem gestern am Tag der Beerdigung die Eltern Sennas, seine Lebensgefährtin des letzten Jahres, der alte Rivale Alain Prost und die anderen ehemaligen und aktiven aus dem Formel-1-Zirkus, Statisten nur. Der Tag gehörte dem brasilianischen Volk und seinem Idol. Auch wenn Ayrton Senna hier und heute begraben wurde, für die Hunderttausende in São Paulo, die vielen Millionen im ganzen Land, die vor den Fernsehern weinten, für sie war längst ausgemacht, unsterblich. So etwas habe man in diesem Land noch nie erlebt. Das war nicht zu erwarten, ist aber begreiflich, sagen da die kühleren Köpfe hierzulande, die es zurzeit schwer haben, sich durchzusetzen. In einem Land wie Brasilien, das an seinen Problemen nahezu erstickt, in dem die politische Führung korrupt, unzuverlässig, unehrlich ist, wie sollten wir ohne solche Helden, wie Ayrton Senna einer war, weitermachen können, die unsere Fahne hochhalten, die dem Land durch ihre Siege Würde und Glanz verleihen, die es sonst nicht hätte. Nicht nur der Erfolg, die berühmte Pole Position, der Startplatz Nummer 1, was für Senna fast eine Selbstverständlichkeit war, für Brasilien ist so etwas eine Fata Morgana. Aber kann ein Volk von seinen Helden so etwas verlangen? Ist das solch ein Risiko wert, irgendwann zu enden, wie Ayrton Senna endete? Vielleicht ist auch daraus zu erklären, was in diesen letzten Tagen in Brasilien geschah, als fühlten sich alle mitschuldig. A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, Galvão. E ela é tão forte dentro de mim. Aber Ayrton Senna hat stets kundgetan, schon in seinen frühen Interviews, dass er es genau so und nicht anders gesehen hat. Er ist als Brasilianer auch für Brasilien gefahren, auf das alle stolz sein konnten. Und wenn er wieder einmal nach einem Sieg auf die Ehrenrunde ging, er hatte die brasilianische Fahne immer dabei. Und das Risiko, die ständige Drohung des Endgültigen, auch das hat er akzeptiert, aber auch wohl geglaubt, dass es nie geschehe. Em muitos momentos fui eu mesmo. Sennas Karriere war in all den Jahren aber immer auch das. Schwerste Unfälle, 10 oder so. Aber immer hatte er Glück. Immer wieder kam er heil davon, überlebte er. Das schien manchmal so, als mache ihm das nichts aus. Am vergangenen Sonntag hatte er jedoch keine Chance. Mit Tempo 330 schoss er gegen die Begrenzungsmauer, sein Wagen zerbarst,
Er starb Stunden später im Krankenhaus. Oder doch nicht? War er vielleicht sofort tot und die Rennleitung hielt die Nachricht zurück, weil man das Rennen zu Ende führen wollte? Auch diese Ungereimtheiten haben bei der Explosion der Gefühle in Brasilien eine Rolle gespielt. O Ayrton não teve essa sorte. Ele bateu numa situação que foi fatal. Sennas Bruder Leonardo vertrat obendrein die These und fachte das Feuer der Verzweiflung erst recht an, dass Ayrton Senna noch leben könnte. Wäre nur die Sicherheit beim Rennen besser gewesen, hätte man die verfluchte Mauer mit Reifen geschützt oder sonst wie. Aber so habe sein Bruder keine Chance gehabt. 100. Dann schwebte die Maschine mit dem Sarg Sennas in Sao Paulo ein, wo die Menschen auf den empfindsamen Mann aus Stahl warteten, wie Senna von seinen Fans einmal genannt worden war. Er könnte noch leben. Die Worte des Bruders waren tief in ihnen, als sie den Sarg vom Flugplatz in die Stadt begleiteten. In der Tat hatte man so etwas in Brasilien nie zuvor gesehen. Schmerz, den sie in sich verbargen, wenn auch sie versuchten, die brasilianische Fahne hochzuhalten, wie es Scholz getan hatte. Schmerz, den sie herausschrien. Da war nichts gespielt, nichts organisiert bei ihren Gefühlen. Sie nahmen schlicht Abschied, auf ihre Art. Ich war mit dir, Senna. Deus te leve e põe num bom lugar que eu sei que você está. Als der Sarg des Toten im Stadtparlament von Sao Paulo, Sennas Heimatstadt, aufgebahrt war, 250.000 zogen in kaum mehr als 12 Stunden an ihm vorbei. Das war symbolisch ganz Brasilien. Als hielten sie Zwiesprache mit dem Toten, als wollten sie sich so bei ihm bedanken. Dafür, dass es ihn gegeben hat, dass da all die Zeit wenigstens einer gewesen war, der bei ihnen Hoffnung weckte, auf den sie stolz sein konnten. Und nun sind sie allein, heißt das alles wohl. Wie sollen sie da bloß weitermachen? Wir haben alle nicht geahnt, sagt Leonardo, der Bruder des Toten, wie sehr das brasilianische Volk ihn geliebt hat. Jetzt wissen wir, dass Ayrton eine Mission zu erfüllen hatte, sie wohl auch erfüllt hat. Gott hat ihn uns geschenkt, Gott hat ihn uns wieder genommen. Sie haben ihn bis zum Friedhof Morumbi begleitet. Dann mussten sie zurückbleiben. Die Familie hat um ein intimes Begräbnis gebeten. Die Rennfahrerkollegen Gerhard Berger, Emerson Fittipaldi, Alain Prost waren auf dieser letzten Runde dabei, als Ayrton Senna zu Grabe getragen wurde. Die Menschen draußen vor dem Friedhofstor, sie weinten. In den Schulen haben die Kinder derweil auf ihre Weise Abschied genommen. Überall im Land präsentierten sie Zeichnungen. Ayrton Senna, mein Vorbild, mein Freund. Für sie ist er geradewegs mit seinem Wagen in den Himmel gefahren. Und Milton Nascimento, er singt vom Freund, den er verloren hat. Debaixo de sete chaves, dentro do coração. Das Lied für Ayrton Senna, seine Stationen, seine Siege, seine Enttäuschungen, die Bewunderung, gar Liebe der Brasilianer für ihn, ihre Trauer,
Sie werden ihn nicht vergessen. Während ich von ihm singe, heißt es im Lied, weine ich.